Michael Jackson ist tot. Werner Schulze-Erdl lebt. Und dank Mallorca-Sonne ist der 59-jährige Senior-Unterhaltungsfuzzi brauner, als es der King of Pop je war. Mit über 5555 Shows hält der gebürtige Münsteraner Privatfernsehmann der ersten Stunde immer noch den Rekord für die meisten moderierten Fernsehsendungen im deutschen Fernsehen. Die bekanntesten: Familienduell und Ruckzuck. Gelernt hat der kinderlose Kettenraucher Schulze-Erdl den ehrenhaften Beruf des Schauspielers. Allerdings heimlich, um seiner Mama keine Schande zu machen. Er trat mit Iris Berben, Ingrid Steger und Peer Augustinski auf, entdeckte Knacki Deuser, spielte unter Peter Zadek und besaß eine eigene Fernsehproduktionsfirma. Der zur Ruhe gekommene Mallorca-Exilant liebt Spieleabende mit Freunden. Und wir neigen dazu, dem sympathischen RTL-Altshowmaster unserer Jugend zu attestieren, er habe mit seinem Rückzug aus dem Fernsehzirkus eine weise, weise Entscheidung getroffen. Trotzdem interessiert uns, wovon der ausgezeichnete Golfer die Nebenkosten seiner Finca bezahlt. Dennoch, es gibt nur zwei Menschen auf der Welt, denen wir ihre Vorliebe für weiße Socken verzeihen: Michael Jackson und Werner Erdl. Wir haben beiden die Mailbox vollgequatscht, aber nur einer hat zurückgerufen. Sehr schön.